Hallihallo, da bin ich wieder. Nächste Case, Tales of Aria First Edition. Ich habe mir vorgenommen, jetzt mal unter einer halben Stunde dieses Case zu öffnen. Das heißt, wir müssen uns ranhalten. Ich habe auch nicht mehr so viel zu quatschen. Ich bin beeindruckt davon, dass ich beim letzten Mal wieder im letzten Display die Legendary bekommen habe. Da musste ich also bis zum Ende so ein bisschen schwitzen. Ja, das ist das nächste Display, was ich für 400 bei Release gekauft hatte. Das nächste Case. Für ein Display 400 wäre natürlich ein bisschen Quatsch. Wir sind ja hier nicht bei Monarch. Aber das ist eine andere Story. Also ich weiß auch, was ich eben beim Sortieren, im letzten Video beim Sortieren falsch gemacht hatte. Item-Slot kann auch belegt werden von diesen ganzen Amuletten und Co. Also gucke ich mir das gleich nochmal genauer an. Na. Muss ich nicht unbedingt auf denselben Stapel machen. Aber das wäre zur Vollständigkeit halber richtig gewesen. So, hier war wieder ein Item. 30 Minuten, schaffen wir. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Macht euch gemütlich, zieht euch rein. Majestic Fall, Seek and Destroy. Item, okay. Und ja, gut. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Wieder eine gute Legendary, würde mich freuen. Ich habe ja nicht zu hohe Ansprüche. Und ja. Ich gehe nochmal zurück auf diese Übersicht. Was war noch? Ja, diese. Ja, Call for Majestic. Also, das ist schon. Call for Majestic ist schon eine feine Sache. Können wir gerne nochmal eine treffen. Ich nehme auch nochmal so ein Item. Eine Waffe gerne mit. Voltaire oder Winter's Veil, danke. Danke. Duskblade, aber nicht Cold Fall. Ja, was gibt es Erwähnenswertes Neues? Seit der Aufnahme des letzten Videos natürlich nichts. Hier ist so ein Amulett, das wäre in dem Itemslot. Aber ich tue es jetzt einfach mit hier rein. Wenn ich es dann nochmal brauche, hole ich es mir aus dem Bulk raus. Ich werde mal Vorschläge sammeln. Ich glaube schon im nächsten Video zeige ich dann mal, was ich als Verlosungspreis oder Preise. Ne, ich glaube einen Preis. Ab 100 Abonnenten werde ich eine Sache verlosen. Schaue ich mal, was es wird. Vielleicht mache ich das auch so. Wir auf so einem Gewinnrad, ja, dass ich das Gewinnrad drehe und verschiedene Slots drauflege und dann, keine Ahnung, ein Display oder eine Promokarte oder, keine Ahnung, 6 Booster oder eine gefragte Majestic oder, keine Ahnung, eine von den günstigen Legendaries, ich weiß nicht, mal gucken, und dass ich das alles auf dieses Glücksrad mache und dann einmal drehe. Ich glaube, sowas ist ja machbar mit so einem YouTube-Kanal Add-on, wie auch immer. Dass wir dann sowohl den Preis zufallsmäßig, dann müsst ihr auch nicht abstimmen, was ihr gerne haben wollen würdet, als auch den Gewinner gleichzeitig festlegen können. Ich glaube, das macht Sinn. Sowas kann ich gerne machen. Und dann, wer weiß, wo die Reise hinführt. Ja, Ragamuffins Head schon wieder Cold Foil. Schade. Einer der günstigsten Cold Foils, die es gibt. Aber gehört halt auch dazu. Man kann ja nicht alles haben. So, ich glaube, wir sind gut im Schnitt. Jetzt wird hier einfach weiter aufgemacht. Verlosung kümmern wir uns das nächste Mal drum. Jetzt erstmal weiter ins Minus. Ja, wir sind ja jetzt mitten im, man wird das Video ungefähr hochgeladen, Mitte, Ende Mai, sind ja mitten im Sommer angekommen, glaube ich. Hitzewelle steht bevor, ist also beim Release dieses Videos schon hinter uns oder wir sind noch oder wieder drin, wie auch immer.
Ich gehe davon aus, dass ich mich diesen Sommer vielleicht ein bisschen mehr draußen aufhalte und ein bisschen weniger hier vor meinen Karten. Ich werde natürlich alle Bestellungen wie immer so schnell wie möglich abarbeiten und immer spätestens am nächsten Morgen versenden. Aber ich meine, Videos, ich muss mir noch überlegen, was außer diese Case Openings, na verdammt nochmal, das war jetzt falsch, was ich heute noch anbiete. Große Sammlung zeigen. Ja, ich werde mal einen Einblick über das, was ich hier so rumliegen habe, gewähren. Hab mir noch keine Gedanken gemacht, wie. Ob ich dann einfach unprofessionell mit meiner Handykamera durch mein Lager stolper oder was schön optisch hier aufbereite und irgendwo mal hinstelle. Insbesondere ist es ja so, dass zum Beispiel Einzelkarten, Kartensammlungen am allerbesten aussehen. Ei. Ah, ihr habt keine Halluzination. Hier ist New Horizon Cold Foil, welche dann auf meiner Homepage gelistet wird. Centering, guckt man am besten falsch rum. Sieht alles super aus. Das ist eine klasse Karte. Okay, cool. Da ist der Hit. Recht früh im ersten Display. Dann fällt mir das schon mal ein Stein vom Herzen, dass wir keinen Totalausfall haben. So wie damals beim Everfest-Display, was ich jetzt zum Glück gar nicht überhaupt erst hochgeladen habe. Schön. Schön, schön, schön. Ist natürlich bemerkenswert. Es gibt sechs verschiedene Legendaries und dann kriegt man zweimal dieselbe in Folge. Gut, das ist ein anderes Case. Ja. Aber diese Cases wurden direkt gleichzeitig gekauft. Ist jetzt die Frage, gibt es da so ein Clumping, nennt man das? Dass wirklich einzelne Karten zu oft hintereinander, in diesem Fall pro Case, drin sind? Oder ist das wirklich ein Zufall, weil diese 16,7%, ja, pff, irgendeine muss es ja werden. Man weiß es nicht, aber es freut mich, weil diese 200 bis 250 Euro, die man jetzt realistisch dafür kriegt, die machen den halben Wert des Cases aus. Beziehungsweise es ist ja noch krasser. Ich rechne so, weil ich das Case für 400 gekauft habe. Mittlerweile gibt es das für 360. Oder auch nicht. Nee, nee. Ich habe ja nur nach den Displaypreisen geguckt. Die sind von 100 auf 90 gedroppt. Aber so ein komplettes Case ist natürlich mehr wert als vier einzelne Displays. Na, Beispiel, also die drei. Also, ich habe jetzt das andere schon aufgemacht, aber das ist gang und gäbe. Die werden dann, sobald die erste Legendary im ersten Display gezogen wird, kommen die anderen drei halt weg. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da noch eine Legendary drin ist, ist nicht so hoch. Die Fabled ist auch nicht so teuer. Ich glaube, das Geschäftsmodell, nenne ich es mal, was da einige betreiben. Oh, Winter's Veil. Cold Foil, kostet auch 55 Minimum. Da werde ich auch mal im Einzelnen jetzt draufklicken, so, um zu gucken, ob das auch so stimmt. Ja, das gibt 55, 55, 4x für 55, dann ein paar Mal für 60. Und der günstigste deutsche ist 71. Na, gibt ja zig verschiedene Betrachtungsweisen oder Gründe, warum das so ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele deutsche Käufer, die es vermeiden, Karten aus dem Ausland zu kaufen, aus verschiedensten Gründen. So. Bei mir persönlich, ja, kommt es halt darauf an, kenne ich den, ich würde jetzt nicht vom Käufer kaufen mit sehr niedrigem Bewertungsstand oder keine Ahnung. Also, wenn ich Leute habe, von denen ich weiß, okay, zum Beispiel, der hat einen Laden, ja, das geht alles ganz gut, die verschicken es dann auch sicher. Ja, der Ärger, das, was verloren geht. Ich meine, der finanzielle Verlust für einen ist es dann ja nicht, wenn es mit Sendungsverfolgung abgesendet wird. Da muss sich ja der Verkäufer drum kümmern. Aber es ist natürlich auch ärgerlich, wenn da mal was nicht ankommt. Ist wahrscheinlicher aus dem Ausland. Ist halt so, weil es da viel mehr Hände durchläuft auf dem Weg, als innerhalb des Landes.
sollte, also, ne? Es ging, es würde auch anders gehen. Vom Verkäufer zur Post, von der Post zur Umlagestelle und dann direkt ins deutsche Verteilerzentrum und unter. Also, es könnte ja sein, dass es nur zwei Stationen mehr gibt, aber Zoll gibt es ja da auch nicht mehr innerhalb der EU, aber naja. Was soll es? Für mich persönlich ist es viel angenehmer, von deutschen Händlern zu kaufen, weil na, das hat verschiedene Gründe, auch Mehrwertsteuer zurück und Co. Das ist auch schneller da aus Deutschland und. Aber für mich gewichtet das jetzt nicht so sehr, wo denn die Karte herkommt. Ich bestelle auch aus dem Ausland. Ich weiß nicht, warum da so große Preisdifferenzen sind. Also hier 200 bis 250 oder hier 55 auf 71. Das sind 20%, 25%. Weiß ich nicht, warum das sein muss. Aber okay, der Markt regelt das. Das ist halt so. Ich würde dann auch nicht als günstigster einstellen, weil das ist, dann verkauft man es sofort und ärgert sich, dass man nicht den richtigen Preis gefunden hat. Ja, Mitte 60 müsste man es auch noch gut loswerden. Aber das sind ja jetzt, das ist ja jetzt egal. Das ist ja unerheblich. Das ist ja wurscht. Wir sind bei diesen 250 mindestens von meinen 400. Aber worauf ich hinaus wollte, der Unterschied ist ja eigentlich noch viel krasser. Die kosten ja jetzt momentan 90. Also 360 wäre der Preis für so ein Case. Und die 200 oder was, die machen dann da schon 60% aus. Und jetzt gucke ich doch nochmal nach. Ich gucke mal nach, wie viel kostet ein, oder ist ein Case auf Cardmarket inseriert. Nicht nur die einzelnen Displays. Tales of Aria First Edition. Und dann scrollen wir mal runter. Noch mehr Angebote. Ja, da gibt es halt noch echt viele von. Da, so. Moment. Ich ziehe das mal eben hier weg. So. Sealed Case 331 aus Deutschland. Oh. Wow. 331. 90, 63, das ist deutlich günstiger als die einzelnen Displays, also da müsste man ja zuschlagen, wenn ich so sehe, was man hier rausholt. Also das ist schon wieder eine ganz andere Betrachtungsweise, ne? 331, uff. Ja, vielleicht hole ich da mal was nach. 336, nochmal ein Case, also ist jeweils aus Deutschland und vom Privat. Dann nochmal für 375, inklusive Versand. Ich glaube nicht, dass Cardmarket da noch diese Handling-Fee oder wie auch immer die ist, Treuhandgebühr da draufschlagen oder, naja, vielleicht auch, ich glaube, das kommt auf den Verkäufer an. Der eine hat nur 11 Bewertungen, die anderen haben ein bisschen mehr. Ja, und dann wird es schon wieder teurer, dann gibt es noch aus dem Ausland, aus Deutschland von gewerblich gibt es gar kein Case. Aber egal, also 331 Euro vom Privat, das könnte ich machen, könnte ich drüber nachdenken. Wenn ich hier von einiges verkauft habe. Weil, es ist ja so, ich habe jetzt nicht so ein hochprogrammiertes Warenbestandssystem und halte nach, wie viele von den Karten, oder wie hoch ist überhaupt der Wert von den Karten, die ich von Tales of Aria First Edition verkauft habe und ab einer bestimmten Grenze hole ich dann nach. Ne? Könnte sein. Also angenommen, ich verkaufe für 300 Euro Karten und hole dann sofort, wenn ich das weiß, für 331 da so ein Case nach. Könnte man ja machen. Aber ich richte mich dann wirklich eigentlich nur... Das dauert bei mir ein bisschen länger. Also Beispiel, ich stelle jetzt Ding of Sorcery Majestic Foil ein. Es wird verkauft. Ich gucke, ob ich es irgendwo günstiger nachkriege. Das kriegt man manchmal hin. Von anderen Seiten. Facebook-Gruppen, Discord-Gruppen, manchmal aus den USA, eBay oder auch eBay Deutschland. Ich biete ja auch immer fleißig mit, auf Optionen biete ich mit.